Diese Produkte haben eines gemeinsam. Sie wurden fair produziert und gehandelt. Einmal im Jahr widmet das Land Oberösterreich der Entwicklungszusammenarbeit eine ganze Woche. Produkte mit dem EZA-Siegel kosten im Vergleich etwas mehr. Damit ist aber garantiert, dass etwa Produzenten in sogenannten Entwicklungsländern einen fairen Preis für ihre Arbeit bekommen. Weil es für uns auch wichtig ist, dass wir in den Regionen auf der Erde, wo es wirklich nicht gut geht, wo die Menschen auch in Armut leben müssen, dass wir dort direkt vor Ort helfen, ist im Übrigen auch ein wichtiges Mittel, um möglicherweise Flucht hintanzuhalten. Nicht nur faire Bezahlung, sondern auch Umweltschutz und gute Arbeitsbedingungen werden so unterstützt. Dafür setzt sich die World Fair Trade Organization ein. Zu der zählen auch Österreichs Weltläden. Im Weltladen gibt es drei Themen. Das eine ist der Verkauf von fairen Produkten. Das andere ist Bildungsarbeit und das andere ist Kampagnenarbeit. Und wir in Gallnerkirchen arbeiten zum Teil mit sehr viel Ehrenamt in diesen Bereichen. Der wichtigste Teil ist einfach den Verkauf der fair gehandelten Produkten. Bei der heurigen EZA-Woche ist die Cashew der Star. Viele glauben, dass sie zu den Nüssen gehört. Die Wahrheit ist, sie ist eine Frucht und hat sozusagen Superkräfte. Cashews können uns glücklicher machen, denn in den Kernen steckt eine Aminosäure, die das Gehirn in Serotonin umwandelt, also in das sogenannte Glückshormon. Das ist einfach eine hervorragende Frucht, aber gibt nicht nur die Nuss, sondern es gibt auch die Cashewfrucht, wo die Nuss draufwächst. Und ich habe mir das vor Ort angeschaut, ich habe es in Sri Lanka bei den Gewürzbauern, habe ich die Bäume gesehen und ich habe dann die Frucht probieren können und habe gedacht, oh, sowas Gutes, das schmeckt ja so ähnlich wie bei uns die Birnen. Wer sich vom Geschmack überzeugen will, getrocknete Cashewfrüchte gibt's hier. Die EZA-Woche, noch bis 12. November in insgesamt 590 Geschäften und Weltläden in ganz Oberösterreich. Detaillierte Infos gibt's online.